Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Töten. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die schon getötet haben. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ja vielleicht den geheimen Wunsch in sich tragen, jemanden zu töten oder vielleicht auch sich selbst zu töten aufgrund einer großen Lebenskrise oder vielleicht einer schweren Krankheit. Und ich würde auch sehr gerne mit Leuten sprechen, die schon beinahe getötet wurden, unter Umständen bei einem Verbrechen, in das sie hineingeraten sind. Also, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, Thema Töten, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer heute Nacht, das ist der Peter. Und Peter ist, wie alt ist er? 59 Jahre alt. Hallo Peter. Hallo Domian. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Warum hast du zum Thema Töten bei mir angerufen? Entschuldige, wenn ich meine Stimme manchmal ein bisschen schlecht rüberkommt, aber das hängt mit meiner Krankheit zusammen. Mhm. Was für eine Krankheit ist das? Das ist Krebs, und zwar Rachenkrebs. Aha. Aber deshalb hast du nicht angerufen, sondern? Ja, das ist der Grund, warum ich mich wahrscheinlich irgendwann, wenn das einfach nicht mehr zu ertragen ist, mir fest vorgenommen habe, dann selbst zu bestimmen, Schluss zu machen. Ach so, das heißt, du hast vor, dich selbst zu töten, wenn der Leidensdruck so groß wird und wenn alles aussichtslos ist und es keine Rettung mehr gibt. Richtig. Ja. Wie lange hast du diese schwere Erkrankung schon? Die habe ich jetzt seit November letzten Jahres. Also November letzten Jahres ist das diagnostiziert worden und dann operiert worden. Nennt man das auch Rachenkrebs? Das nennt man Rachenhinterwandkrebs. Ja. Wie hast du das bemerkt? Hattest du Schmerzen, besondere Schmerzen im Hals? Ja, ich hatte ungefähr 3 Monate vorher ziemlich starke Schluckbeschwerden und Schmerzen. Mhm. Ja, und dann hat man mich erstmal hier in unserer Stadt von Arzt zu Arzt gejagt und keiner hat irgendwie was festgestellt. Mhm. Bis ich dann zu einem Arzt gekommen bin, was natürlich völlig untypisch ist, das war eine Orthopäde. Ach. Und der hat das merkwürdigerweise sofort gerafft. Ja. Da habe ich dann zu einer CT-Untersuchung geschickt. 3 Tage später war ich im Krankenhaus. Ja. Und man hat dann einen Tumor oder ein Tumorgewebe herausoperiert? Ja, das waren mehrere Tumore, die sind dann entfernt worden. Und dann ist der Rachenraum rekonstruiert worden mit Hauttransplantation aus dem Oberschenkel. Ach du lieber Himmel. Das heißt, du hast jetzt in deinem Rachenraum Haut von deinem Oberschenkel? Ja, genau. Also Rachenraum, das heißt, der Bereich, wo die Mandeln so sind? Da ja, genau, wo die Schilddrüse sitzen praktisch. So tief unten? Ja. Mhm. Deshalb kannst du auch nur so etwas schwer verständlich sprechen. Ich kann dich gut verstehen, aber daran liegt das. Ja, also die Sprache ist heute noch in einem sehr guten Zustand. Ja. Hast du denn, wenn du jetzt mit mir sprichst, ist das für dich anstrengend und tut das weh? Nein, Schmerzen habe ich nicht, weil ich hin und wieder Schmerzmittel nehme. Die sind aber nicht so stark, dass ich jetzt Schmerzmittel unbedingt brauche, sondern die Schmerzmittel nehme ich aus dem einfachen Grunde, wenn man Schmerzen hat, dann denkt man sehr stark nur an diese Krankheit. Mhm. Dann nimmt man Schmerzmittel, sind die Schmerzen weg, dann kann man sich auch noch ein klein bisschen auf andere Dinge konzentrieren. Ist denn diese Operation, ich stelle mir das ja kompliziert vor, in den Rachenraum Haut vom Oberschenkel zu transplantieren, ist das gut gelaufen? Ja, also die Operation als solches, hat man mir gesagt, ist sehr, sehr gut verlaufen. Mhm. Gab es danach dann, ich meine, ist es auch gut verheilt, das Ganze? Nein, noch nicht. Das noch nicht? Weil ich habe circa acht Wochen im Krankenhaus gelegen und dann sind die nächsten 8 Wochen ist das bestrahlt worden. Mhm. Naja. Und das ist eine Tortur. Mhm. Ja. Wie ist denn die Prognose deiner dich behandelnden Ärzte? Ja, 10%. 10%? Überlebenschance. Mehr nicht? Nein. Das heißt, die gehen davon aus, dass er wiederkommen wird, der Krebs? Ja, da werden sich wieder Tumore bilden. Wieder im Rachenraum? Wieder im Rachenraum. Mhm.
die könnte man rein theoretisch dann doch mal wieder rausoperieren, aber man könnte anschließend nicht mehr bestrahlen, weil die Bestrahlung, die ich jetzt bekommen habe, das war so eine hohe Dosis, dass man da mal schon alles, was drin ist, ziemlich kaputt gemacht. Das heißt, ich kann nicht mehr essen. Ach so. Nicht mehr trinken. Ja, wie ernährst du dich? Bitte? Wie ernährst du dich? Über eine Magensonde. Ach so. Das heißt, du kannst auch nicht mal mehr schlucken, trinken? Nein, trinken geht so schluckweise, aber ich würde die 2 Liter am Tag schaffen. Das ist völlig unmöglich. Hm. Das geht dann auch über einen Schlauch durch die Sonde. Verstehe. Also ein sehr schwer kranker Mann bist du. Kann man so sagen. Kann man so sagen. Ja, und dann ist natürlich durch die Bestrahlung der Geschmack ist nicht mehr vorhanden. Ich kann nicht mehr riechen. Geruchssinn ist auch weg. Und ja, dementsprechend kein Speichelfluss mehr. Das heißt, man kann auch nicht schlafen. Das ist völlig unmöglich. Weil der Mund zu trocken wird. Ja, genau. Weil man durch den Mund atmet. Ja. Und ja, dann heißt das immer so alle 3/4 Stunde hoch, was trinken und wieder zurück in die Kissen. Gibt es Theorien, wie man was die Ursache dieses Rachenkrebs sein kann? Warst du zum Beispiel starker Raucher? Ja, Rauch und Alkohol. Hast du viel Alkohol getrunken? Ja. Ja. So, jetzt hast du mir gesagt gerade, dass du dich selbst töten willst, wenn die Krankheit weiter fortschreitet. Ja, genau. Wie willst du dich töten? Da habe ich mir natürlich sicherlich schon Gedanken drüber gemacht, muss man ja. Da gibt es natürlich diverse Möglichkeiten, da gibt das welche beiden, da bin ich ganz ehrlich, da bin ich einfach zu Fall hierzu. Sprich mit dem Auto mit 200 gegen Brückenpfeiler oder so, würde für mich nicht in Frage kommen. Ich werde also dann jede Menge Schlaftabletten und Alkohol nehmen. Hast du Familie? Nein. Du bist alleine? Ja. Das heißt, du bist niemandem dann Rechenschaft schuldig und tust niemandem dann vielleicht irgendwie weh, nein, besonders weh oder? Nein. Das nicht. Wird kaum einer bemerken, wenn ich nicht mehr da bin. Das ist ja eine große und, wie ich finde, sehr zu respektierende Entscheidung, wenn jemand so etwas für sich beschließt. Ja. Ich stelle mir das sehr schwer vor, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Ja, das ist ein Riesenproblem, wo ich mir auch schon lange Gedanken drüber mache. Weil man muss so einen Zeitpunkt wählen, wo man das halt noch selber machen kann. Weil wenn man erstmal, ich sage mal, im Bett liegt und pflegebedürftig ist, dann kommt man auch, hat man nicht mehr die Möglichkeit, das selbst zu machen. Das heißt, rein theoretisch kann man jetzt gar nicht sagen, dann und dann werde ich es machen. Du wirst es irgendwann quasi relativ spontan sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Genau, wenn ich merke, so jetzt ist es so weit, dass du vielleicht, was weiß ich doch, 4-5 Wochen bei dir zu Hause noch so einigermaßen klarkommst, aber dann wieder in die Klinik musst, dann bist du im Pflegefall. Ja. Das wäre dann schon zu spät. Ja. Hast du vor diesem Moment, wenn du diese Schlaftabletten, wie nimmst du die überhaupt ein? Du kannst doch gar nicht schlucken. Ja, das würde schon gehen. Meine ganzen Medikamente nehme ich auch über die Sonde ein. Achso, das geht dann auch über die Magensonde. Ja, ja. Das sind so alle Tabletten, die werden dann klein gemacht in einem Mörser. Ah, verstehe. Mit Wasser verdünnt und dann geht das durch die Magensonde. Hast du große Angst vor diesem Moment? Ja. Ja. Natürlich. Angst vor dem Sterbeprozess oder Angst auch vor dem Tod? Nein, Angst vor dem Sterbeprozess, da merkt man ja wahrscheinlich nicht viel, mindestens stelle ich mir das so vor. Nein, ich habe einfach Angst, nicht mehr zu leben. Weil zurzeit, gut, meine Handicaps, die ich alle habe, die sind zwar nicht besonders lustig, aber ich würde einfach behaupten, so wollte ich weiterleben. Das heißt, eigentlich bist du so vom Naturell her ein lebensfroher Mensch. Nicht lebensfroh, aber lebensbejahend. Lebensbejahend. Ja, ist schon richtig. Was hast du früher vom Beruf gemacht? Ich bin
Kommunikationselektroniker gewesen. Ja, ja. Du kannst natürlich jetzt nicht mehr arbeiten, das ist klar. Ne? Nein, ich war schon 8 Jahre vorher Rentner, weil ich mir auch ein kaputtes Herz hatte. Daraufhin bin ich Rentner geworden. Ja. Hast du denn zumindest einen Menschen, der dir eventuell in dieser schweren Stunde zur Seite stehen kann? Nein, leider nicht. Niemand? Nein. Mhm. Mhm. Das muss ich leider für mich alleine erledigen. Mhm. Sagst du das mit Bitterkeit? Ja, im gewissen Sinne schon. Mhm. Wobei man sagt, wenn Leute so wie ich lebe also relativ, also ich würde sagen, die letzten 10 Jahre total zurückgezogen. Mhm. Aber das macht mir nicht so sehr viel aus, weil ich von meinem Naturell schon immer Einzugänger war. Mhm. Aber es ist auch schon, also wenn man sich das überlegt, anders wäre es schöner. Mhm. Ganz klar. Das ist klar. Ich könnte mir vorstellen, ich kenne meine Zuschauer und Zuhörer, dass sich jetzt einige Menschen melden werden, die mit dir, die sich anbieten, mit dir in Kontakt zu treten. Ja, das wäre im Grunde genommen nicht schlecht, weil ich habe schon mal im Internet so ein bisschen nachgeforscht. Da wird viel geschrieben. Hm. Aber so Selbsthilfegruppen zum Beispiel werden da so gut wie gar nicht angeboten. Das heißt, du wärst an so einem Kontakt eventuell interessiert? Auf jeden Fall. Ja. Weil alles, was dir nicht schadet, bleibt unternehmen. Und wenn es nur ein regelmäßiges Telefonat immer wieder ist mit jemandem, das ist ja auch schon hilfreich. Weil es gibt Selbsthilfegruppen von Krebskranken, das ist klar, bloß es bringt mir nicht viel, wenn ich da eine Gruppe besuche, wo Frauen mit Brustkrebs sind. Verstehe. Das ist völlig, für mich völlig sinnlos. Lieber Peter, ich wünsche dir jetzt zunächst erst einmal, dass das noch eine Weile so gut geht. Was haben denn die Ärzte eigentlich gesagt? Wie lang kann denn diese Weile noch dauern? Also die Ärzte halten sich da nur absolut zurück. Aber man merkt schon an gewissen Sachen, Leute, die mit mir zum Beispiel operiert worden sind, später operiert worden sind, weil bei mir gab es so viele Komplikationen, das hat man einfach auf 7 Wochen gedauert. Ich habe dann auch 14 Tage im Koma gelegen, weil ich bei der ersten OP weg gewesen bin. Und die Leute trifft man ja jetzt hin und wieder bei Nachtuntersuchung, bei Bestrahlung und so, trifft man die. Und ja, die geht es natürlich da allen ziemlich gut. Und da merke ich schon, dass bei mir also der Weg irgendwie anders bestimmt ist. Und im Internet spricht man dann von 1 bis 3 Jahre. Ja. Ich will dich jetzt auch mal erlösen, weil ich mir auch vorstellen kann, dass das schon anstrengend ist, das Sprechen. Ja, also ich wünsche dir, dass diese Zeit noch eine ganze Weile anhält. Ja, also. Und ich wünsche dir auch, dass auf welchem Wege auch immer du vielleicht doch noch den einen oder anderen netten und guten Ansprechpartner findest für dich und deine Situation. Das wäre natürlich ideal, natürlich. Ich wünsche dir von Herzen viel Kraft und alles Gute, Peter. Okay, ich bedanke mich. Auf Wiederhören. Alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt Töten. Ich möchte gerne mit euch reden über das Thema Töten. Ob ihr vielleicht geheime Wünsche hegt, jemanden zu töten. Ob ihr euch selbst, so wie das Peter gerade erzählt hat, vielleicht töten wollt, aus welchen Gründen auch immer. Oder vielleicht habt ihr einen für euch sehr schlimmen Selbsttötungsfall in eurer direkten Umgebung, oder aber vielleicht habt ihr selbst einen Menschen umgebracht und habt dafür im Knast gesessen und möchtet euch jetzt hier mit mir darüber unterhalten. 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Und hier ist André, und André ist 31 Jahre alt. Hallo André. Ja, morgen. Ja, guten Morgen André. Bist du unterwegs im Auto? Ja, ich fahre jetzt rechts ran. Ich habe den Parkplatz gefunden und jetzt fahre ich rechts ran. Ja, das wäre ganz gut, weil es irgendwie ein bisschen stressig ist, mit jemandem zu telefonieren, der fährt. Ja, also das, ich habe das schon gesucht die ganze Zeit. Ja, jetzt, es wird auch schon ruhiger. Ja, jetzt stehe ich auch, Das ist gut, dann bin ich ja beruhigt, dass da nichts passiert. Warum hast du zu unserem heutigen Thema angerufen? Ja, ist wie folgt. Ich war 95 in Büttel stationiert von der Bundeswehr aus. Und 95, ja. Und da haben wir in Holland Wache gehabt. So, und da sind wir gelaufen, da bin ich mit einem mitgelaufen, der ist vor mir gelaufen, so auf 50 Meter vor mir. Und ich war halt 50 Meter hinter dem.
Und nun ist es ja so, wenn du Wache läufst, dass du dann, wenn du in eine Kurve kommst oder so, dass du immer versetzt laufen musst, dass der Hintermann den Vordermann sieht. Mhm. Also, dass da keine Gefahr für den aufkommt. Mhm. So, jetzt war es so gewesen, entweder ist der zu schnell rechts rüber oder ich bin zu langsam links rüber. Auf jeden Fall war der auf einmal weg. Mhm. Und dann haben wir den gesucht, die Nacht noch, dann haben wir den nicht gefunden. Einen Tag später hat man den gefunden mit durchgeschnittener Kehle. Und Waffe geklaut, Helm geklaut, Uniform geklaut und da lag er da, ne? Und das war jetzt, ich habe es am Anfang nicht richtig verstanden, wo war das? In Büdel, Holland. In Holland? Mhm. Ja, da hat die Bundeswehr eine Kaserne. Ja. Und da kannst du da deine Grundausbildung machen. Ja. Für damals kam das gerade so mit Krisenreaktionskräfte, kam da ja gerade so hoch. Also dieser Mann ist ermordet worden? Der ist umgebracht worden. Der ist eiskalt. Den haben sie dann gefunden mit durchgeschnittener Kehle. Und gibt es irgendeinen, oder hat man diesen Fall aufgeklärt? Ja, ich von mir nicht, ich wurde nur befragt. Ich habe gesagt, ja, der war auf einmal weg. Mhm. Und dann hat es halt geheißen von Seiten der Bundeswehr, ja, entweder ist er zu schnell rechts rüber oder ich habe zu lange gebraucht, um links rüber zu kommen. Weil der war auf einmal weg, ich habe den ja auch nicht mehr gesehen. Ja gut, das erklärt jetzt, dass ihr euch da nicht mehr gesehen habt. Aber welche Erklärung gibt es oder welche Erklärung gibt es für das Verbrechen, für den Mord? Keine Ahnung. Also wüsste ich jetzt nicht. Also, ist man dem nicht nachgegangen? Ja, die haben mich nur befragt, da von Holland aus, von der Polizei und so. Mhm. Den habe ich das auch nochmal so erzählt. Mhm. Ja, aber das war. Und das war's? Und da gab es keine polizeilichen Ermittlungen, lange Ermittlungen? Ja, wieder da im Nachhinein. Die haben mich nur befragt gehabt zu dem Zeitpunkt. Ich habe denen das erzählt, wie bei mir war. Ja. Mehr habe ich danach auch nicht mehr erfahren, ne? Und auch nicht von anderen Kameraden irgendwas gehört, wie die Sache ausgegangen ist? Weil ich war da nur 3 Monate und dann bin ich ab nach Siegburg zum Wachbattel. Ach so. Kanntest du denn diesen jungen Mann? 2 Monate jetzt, wie man einen kennt. Da. Ja. Man hat die Mönchengladbach, musste man es da damals treffen, wo wir da hingefahren sind, das erste Mal nach Büdel. Dann hat man sich am Bahnhof, hat man sich unterhalten gehabt. Mhm. Und das war halt auch schon, ne? Also wieso klaut man denn jemandem in Holland Wasser? Weiß ich nicht, ja. Nicht Wasser, Waffe. Ach, Waffe. Ich habe Wasser gerade vergessen. Ach so. Die haben die Waffe weggenommen, ja, die Uniform, der Helm war weg. Der lag da nur noch mit Unterhosen und so, ne? Das ist ja erschütternd, ist das ja. Wenn man das dann unter Kameraden mitbekommt und man weiß überhaupt gar nicht, was da passiert ist, warum es passiert ist, wer dahinter steckt und ob es ein Racheakt war oder was auch immer. Gar nichts. Es ist alles offen. Ja. Und vor allen Dingen geht dann da selber der Arsch ein auf Grundeis, so, ne? Weil man hätte es ja auch selber sein können. Mhm. Und ist aber schon krass so. Also definitiv, ja. Aber mich wundert wirklich, dass man da nicht im Nachhinein, dass ihr das nicht irgendwie erfahren habt, auch wenn du dann weg von dort gekommen bist. Ja, ich gehe mal von aus, dass der Bund hat rausgekriegt hat dann im Nachhinein oder so. Das hat auch aufgeklärt worden. Ist ich halt nur. Also kann man sagen, dass in deiner unmittelbaren Nähe, in einem ganz nahen Radius ist damals ein sehr schwerer, schlimmer Mord passiert. Ja. Ein sehr brutaler Mord. Mhm. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen, dass man die nächsten Tage zumindest, wenn ihr da irgendwie draußen wart, dass man da Schiss hat. Ja, das ist wirklich so. Da ist jede Knacken so, oder wenn so ein Wildschwein da lang gelaufen ist, dann Erzrasen und so, ne? Und dann automatisch hast du dann geguckt, so, ne? Mhm. Obwohl ihr scharfe Waffen dabei hattet. Ja, scharfe Waffen dabei, aber es ist ja so, auch wenn du gerade anfängst beim Bund, ist ja nicht so, dass du dann von diesem Selbstverteidigungstrieb hast, die Waffe da einzusetzen. Ist klar, ist klar. Ja, ja. Wahrscheinlich ist der junge Mann komplett überrascht worden. Ja. Und hatte nie und nimmer damit gerechnet und hatte auch vielleicht auch gar keine Chance, sich zu wehren und zu verteidigen. Ja. Ja. Ja, schlimme Geschichte, André. Ja, finde ich auch. Also. Und die du wahrscheinlich, obwohl es schon lange her ist, das wirst du auch nicht vergessen, ne? Diesen Vorfall. Nee. Ja. Und manchmal hast du so, dann denkst drüber nach und dann bist ein bisschen wehleidig dabei, dann weil ich ja jetzt auch 4 Kinder habe und wenn man das sieht, dann so zurückverfolgt, so weil ich dir jetzt schon wieder Gänsehaut. Also ich danke dir für den Anruf. Keine Ursache. Du kannst jetzt wieder starten und wünsche gute Weiterfahrt und komm gut an, wo immer du ankommen möchtest heute noch. Ja, weil ich noch sagen wollte zu dem Vorgänger. Ja. Auch, echt begreifendes Schicksal, so. Tut mir
schweineleid irgendwie. Ja, sehr nett, dass du sagst, André. Sehr nett. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, wünsche ich ebenfalls. Dankeschön, tschüss. Tschö. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Unser Thema heute Nacht heißt Töten. Wenn ihr mit mir über dieses Thema, dieses ernste Thema sprechen wollt, dann meldet euch über unsere Telefonnummer, kostenfreie Telefonnummer, oder eben über die Mailadresse domian@wdr.de. Übrigens Hinweis zwischendurch, morgen gibt es keine Sendung. Ausnahmsweise gibt es morgen keine Sendung. Wir sind dann erst wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag, also nächste Woche dann wieder mit einer freien Themenrunde. Aber jetzt geht's weiter mit unserer Themensendung Töten, und ich begrüße recht herzlich den René. René ist 22 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo René. Hallo. Ja. Und zwar ist es ein bisschen schwer, jetzt da anzufangen, aber mein Vater, der war manisch-depressiv. Mhm. Durch seine Krankheiten hat sich letzte Woche halt das Leben genommen. Hat sich letzte Woche das Leben genommen? Genau, vor einer Woche ist das her jetzt gewesen. Ja. Ja. War das für, du sagst, er war manisch-depressiv, das heißt, da lag schon eine schwere Krankheit vor. Ja, genau, die hat er eigentlich schon seit er 20 war. Hat auch dann, hat er zum allerersten Mal hier gerade zum Ausbruch halt gekommen. Mhm. Und dann hat er danach halt immer Tabletten genommen und die musste er auch immer nehmen, also ganz, ganz starke Sachen. Mhm. Aber es war jetzt nicht so schwer, die Erkrankung, dass ihr mit so etwas Schlimmem gerechnet hättet. Also ich sag mal so, ich habe mich damit auch gar nicht so richtig darum, also so, wie soll man sagen, gesorgt oder so. Ich habe eigentlich gedacht, okay, mein Vater ist halt mein Vater. Mhm. Und der war halt immer ein bisschen anders, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich habe mich jetzt irgendwie nie darum so gekümmert. Jetzt seit letzter Woche bin ich ja ziemlich viel am Lesen darüber und so. Mhm. Und habe halt auch eher erfahren, dass halt die Leute, die mal nicht depressiv sind, dass sich halt jeder bis fünfte halt das Leben nehmen möchte. Wie hat er sich das Leben genommen? Er ist von so einem Strommast heruntergesprungen. Von einem Strommast? Ja, von so einer Stromleitung halt da. Also er ist so hochgeklettert und dann halt heruntergesprungen. Ist er durch den Sprung gestorben oder ist er gestorben durch den Starkstrom? Ich denke durch den Aufprall. Also genau, er bewiesen wurde das nicht. Wir haben da keine Autopsie oder sowas machen, also oder Obduktion oder so, nicht mehr. Wie hoch war denn dieser Mast? Kennst du diesen Mast? Hast du den? Also ich bin noch nicht dort gewesen. Aber auf jeden Fall, also mein Onkel war da gewesen und er meinte, er wäre auf jeden Fall nicht da so dazu gekommen, dass er irgendwie leiden hätte müssen, wenn er unten gelandet wäre. Mhm. Aber was für ein merkwürdiger Art, sich zu töten, auf einen hohen Strommast zu Ja, machen. Ich sag mal so, mein Vater, habe ich auch erst kurzem erfahren, der war halt damals auch schon mal in der psychologischen Klinik in Bonn. Mhm. Und dort war das halt dann so, da hat er halt dann ganz, ganz viele Bücher über Elektrizität und Strom und sowas halt gelesen. Mhm. Und ich hatte sehr, sehr viel darüber angeeignet. Mhm. Und es kann halt sein, dass er halt dann jetzt in seinem, in Anführungszeichen, Fahren dann halt vielleicht sich die Sachen mal genau angucken wollten oder einfach, ich weiß es auch nicht aber genau. Vielleicht deutet das doch darauf hin, dass er oben bereits durch den Starkstrom ums Leben kam und dann zusätzlich noch nach unten gestürzt ist. Das könnte natürlich auch sein, aber das kann man nicht mehr nachvollziehen. Wie eng war dein Verhältnis zu deinem Vater? Ich sag mal, ich habe meinen Vater eigentlich ziemlich geliebt und so, aber ich weiß, das letzte Jahr war ich eigentlich kaum da. Ich war viel im Ausland gewesen. Ja. Lebst du denn noch zu Hause? Also wir haben ein Haus und ich habe unten halt die Einliegerwohnung. Ja, wohne ich halt. Bist du das einzige Kind? Nee, ich habe nur noch eine Schwester. Ist die jünger? Ja, die ist jünger, die ist 18. Ja. Ja. Wahrscheinlich war dein Vater auch aufgrund seiner Erkrankung dann vielleicht in der letzten Zeit gar nicht mehr so zugänglich für euch alle. Ja, also ich sag mal so, es gibt ja da so verschiedene Phasen und er hat halt jetzt die depressive Phase halt gehabt, weil er auch die Tabletten anscheinend abgesetzt hat. Ich glaube, er wollte es generell nicht mehr nehmen. Wie alt ist dein Vater geworden? 49. 49. Für eine Woche, sagst du? Ja, genau, vor einer Woche war das jetzt. Und ich sag mal so, für mich ist irgendwie noch so gar nicht da, ja. Ich sag mal, es gab jetzt in der letzten Woche, wo ich halt wiedergekommen bin, gab es halt so extrem viele Sachen zu machen. Zu erledigen, ja. Irgendwie habe ich noch überhaupt nicht so das Gefühl, ja. Verstehe ich. Du hast gar nicht das Gefühl, dass er wirklich jetzt tot ist. Ja, und ich weiß nicht, und die Leute um mich herum, die halt hier waren zu dem Zeitpunkt, die halt noch gesucht haben und so, die haben alles so was miterlebt. Ich war halt da nicht da zu dem Zeitpunkt. Wie und wo hast du es denn erfahren? Also ich bin momentan Animateur auf das Lanzarote eigentlich. Mhm. Und meine Mutter hat mich halt angerufen, dass halt mein Vater verschwunden sei schon seit 24 Stunden. Mhm. Und dann am Abend hat sie mich halt angerufen und hat gesagt, dass er halt nicht mehr lebt.
Wie hast also, du denn, was hast du, denn da in dem Moment? Du bist ja in irgendeiner so einer Pfannenwelt in Lanzarote und dann kriegst du am Telefon gesagt, der Vater ist tot. Was ja, ging? Am Anfang habe ich eigentlich überhaupt nichts gedacht, so im Endeffekt, ja. Dann habe ich dann direkt zu einer Freundin gegangen, die kam direkt dann rüber zu mir und dann haben wir halt darüber so ein bisschen geredet. Mhm. Dann habe ich dann auch dann ein bisschen halt, also war ich dann schon was traurig, aber irgendwie war es noch gar nicht da, weil ich war auch in einer völlig neutralen Welt, so ungefähr. Ja, ja. Ja, klar. Das erscheint einem ja komplett irreal wahrscheinlich. Ja, genau. Mhm. Mhm. Und deswegen auch, als ich dann hier hingekommen bin, ich habe irgendwie überhaupt nicht, die ganze Zeit überhaupt nicht richtig, also überhaupt nicht trauern können, ja, irgendwie. Hat die Bestattung schon stattgefunden? Nee, die ist jetzt am Mittwoch. Die ist am Mittwoch. Hast du Angst davor? Also, weiß ich nicht. Also, ich sag mal, es ist erst meine zweite Beerdigung in meinem ganzen Leben. Die erste, wer war das? Bitte? Die erste, wer war das? Also die erste, also die ist zweite insgesamt und die erste richtige, also wo es halt wirklich nahe geht, sage ich jetzt mal. Aber irgendwie, ich weiß nicht genau, also ich habe irgendwie, also die Leute um mich herum, die was weinen halt und was trauern halt, aber ich bin irgendwie noch gar nicht da an diesem Punkt irgendwie, ich kann das noch gar nicht sagen, ich rede auch darüber eigentlich ganz sachlich. Ja, 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 aber genau. das ist bei ganz vielen Leuten so, René, dass die, im Prinzip ist das ein Schockzustand, in dem du im Moment lebst. Und du redest komplett sachlich darüber, wie über einen Vorgang. Ja, genau. Und ich glaube, dass die Trauer, das wird alles schon herausbrechen. Vielleicht nächste Woche, vielleicht erst in einem Monat, ich weiß es nicht, da ist jeder anders. Vielleicht bei der Beerdigung, keine Ahnung. Also ich würde mir jetzt an einer Stelle keine Sorgen über deinen Zustand machen, dass du jetzt irgendwie denkst, du bist gefühlskalt oder so. Das ist es nicht so. Ich glaube wirklich, dass man dann in der Situation auch durch Erledigungen und durch tausend Sachen noch beschäftigt ist und das alles noch gar nicht kapiert und irgendwie das Gefühl hat, er kommt gleich wieder irgendwie mal in die Wohnung rein oder ins Haus rein. Naja, weil das halt immer so war. Ich halt dann, sage ich mal, 2 oder 3 Wochen ihn da nicht gesehen, mal 2 oder 3 Monate halt nicht. Also deswegen, das Gefühl ist eigentlich jetzt so wie immer, ja. Hast du ihn denn jetzt nochmal gesehen bei dem Bestatter im Sarg? Ja, das war nicht mehr möglich. Das war nicht möglich, weil er zu verletzt war. Ja. Das wollte auch keiner, also wollten die ja nicht. Wie ist denn die Stimmung, die Situation in eurer kleinen Familie mit der Mutter und der Schwester? Ich sag mal, mein Vater und meine Mutter sind halt geschieden. Und meine Schwester und meine Mutter, die wohnen halt ungefähr 40 Kilometer von mir weg. Ach so, du hast mit dem Vater in einem Haus gewohnt? Ja, genau. Ach so, ja, genau. Und seine jetzige Frau, die wohnt halt nach oben und ich wohne halt unten. Ja. Ja. Und es ist halt irgendwie alles so ein bisschen komisch, weil ich war halt auch nicht so oft da und wir kennen uns auch nicht so richtig gut. Und ja. Also du und die Freundin. Neue Frau. Ja. Genau. Verstehe. Hat der Vater, dein Vater, dir etwas hinterlassen? Also einen Brief, einen Hinweis? Nee, also es gab gar nichts. Es gab kein Testament, kein Brief, kein nix. Gar nichts. Er ist einfach gegangen. Genau. Und man weiß auch nicht, wie er halt schon in seinem Bahn halt schon war. Also in seiner, also ich glaube, man hat überhaupt keine Gedanken mehr darüber gemacht, wen er alles dort bis zurücklässt und so. Ich höre oft von Leuten, denen so etwas passiert ist, wie es jetzt bei euch passiert ist, dass die Betroffenen auch immer Zorn auf den haben, der sich das Leben genommen hat. Gibt es so ein Gefühl auch in dir? Also ich glaube, also Zorn habe ich eigentlich nicht. Die einzige Sache ist halt nur, ich bin halt nur super traurig, weil ich halt nicht in dem Moment halt nicht da sein konnte. Ich irgendwie noch sagen konnte, hier, guck mal, mach das vielleicht so oder so. Aber es ist natürlich dann blöd, darüber nachzudenken. Aber so denke ich halt ab und zu. Und dass halt dann im Moment halt keinen hatte, den halt irgendwie fragen konnte. Aber Zorn habe ich irgendwie nicht. Es ist halt nur, wie soll man sagen, schade, ne? Also, dass es halt so ist. Also, ja. Also René, dann wünsche ich dir viel, viel Kraft für die Beerdigung. Ja, danke. Und überhaupt, dass du mit deiner Trauer, wie immer sie sich auch zeigen mag, dass du sie schaffst. Ich sag's ganz einfach mal so, dass du diese Trauer bewältigen kannst, dass du sie schaffst. Hast du ein paar gute Freunde, mit denen du quatschen kannst? Ja, auf jeden Fall. Die kommen eigentlich immer täglich und wenn ich irgendwas brauche, dann rufen die auch immer an oder ich rufe an und dann sind die auch direkt immer da. Die sind eigentlich ziemlich gut. Das ist viel wert, das ist sehr wichtig. Ja, das ist auf jeden Fall. Also das hat mein Vater ja auch und das auf jeden Fall. Ja. Alles Gute, René. Ja, danke schön. Alles Gute, auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Und hier ist Dörte. Dörte ist 40. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Dörte.
Ja, mein Thema ist, dass ich in nächster Zeit dazu kommen werden muss, wahrscheinlich die Patientenverfügung meiner Mutter umzusetzen. Das bedeutet, sie hat Krebs und es kann jederzeit jetzt passieren, dass sie eben dann nicht mehr selber dafür entscheiden kann, was passiert. Und sie hat halt auch gesagt, dass sie eben dann keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr haben möchte. Das hat sie, als sie noch gesund war, bei vollem Bewusstsein? Ja, und das liegt bei ihrem Hausarzt. Und sie hat am letzten Sonntag noch einen Zusatz gemacht, der zu Hause liegt. Mhm. Also auch noch bei vollem Bewusstsein. Mhm. Wir haben anschließend auch noch telefoniert. Und sie liegt momentan zu einer ziemlich heftigen Chemotherapie im Krankenhaus. Was für einen Krebs hat sie? Das ist jetzt ein Lymphom. Sie war vor etlichen Jahren an Brustkrebs erkrankt. Das war soweit dann gut gegangen. Mhm. Ist nicht wieder aufgetreten, hat nicht gestreut. Aber eben jetzt hat sich ein Lympho, hat sich eben das Lymphsystem verändert. Mhm. Dahingehend. Und ich habe schon ein Stück weit Angst davor. Ja. Ist denn der Zustand jetzt so ernst, dass wirklich bald damit zu rechnen ist? Sagen wir es mal so, als das mit dem Lymphom im Februar entdeckt wurde, wenn es nicht entdeckt worden wäre, dann hätte ihr Arzt ihr noch wenige Monate gegeben. Mhm. Dann ist eine Chemotherapie angefangen worden, mit der er bisher sehr gute Behandlungserfolge gehabt hatte. Mhm. Aber bei der vierten Folge hatte er schon festgestellt, dass die Wirkung also nicht mehr da ist. Mhm. Und dann hat sich das also in der letzten Woche ganz extrem weitergebildet. Mhm. Deswegen eben jetzt auch eine heftige Chemotherapie. Und ich schwanke also wirklich immer, ja, wie lange geht es noch? Also wenn Sie veranlasst hat, dass sie keine lebensverlängernden Maßnahmen über sich ergehen lassen möchte, ich drücke es mal so aus, warum ist es für dich dann schwer, dieses auch umzusetzen? Weil ich habe meinen Vater schon sehr jung verloren. Mhm. Ich bin im Endeffekt, abgesehen, ja, ich habe niemanden mehr an direkter Familie außer meiner Mutter. Mhm. Wir hatten früher ein sehr schlechtes Verhältnis zueinander und das hat sich also inzwischen total gewandelt. Und wir haben ein sehr enges Verhältnis zueinander und es ist schon, also ich habe Angst einfach vor dem Verlust, vor dem Tod. Ihrem Tod habe ich einfach auch ein ganzes Stück weit Angst. Mhm. Aber abends kommt sie immer wieder hoch auch. Mhm. Entschuldigung, ich muss mal irgendwas sagen, sonst ist es gleich weg. Ich muss mal irgendwas sagen, sonst ist das gleich weg. Ist dir aufgefallen, dass du gerade nur von dir gesprochen hast? Ja, aber es ist auch etwas, was mich momentan beschäftigt. Es ist mir schon klar, dass ich meine Mutter nicht länger leiden lassen möchte. Mhm. Ich glaube, das ist in so einer Situation, dass man da wirklich mit großer Disziplin von den eigenen Bedürfnissen, von dem eigenen Schmerz, vielleicht von dem eigenen Wunsch, einen Menschen so lange halten zu wollen, wie nur irgend möglich, dass man davon Abstand nehmen muss und den Wunsch des Kranken absolut respektieren sollte. Denn so würde man selbst ja auch dann behandelt werden wollen, wenn man das verfügt hat. Ich versuche auch stark zu sein und sie auch. Es ist mir auch klar eigentlich, aber es ist halt trotzdem auch die Angst davor da. Was muss ich tun? Gegen wen muss ich mich da durchsetzen? Wie kann ich mit den Ärzten umgehen? Wie spielen die mit in der heutigen Zeit? Mhm. Also bei meinem Vater haben sie früher, weil sie wussten, es hat keinen Sinn mehr, haben sie eben die Maschinen, an denen er dann gehangen hat, weil er innere Verletzungen nach einem Verkehrsunfall hatte, hatten sie die einfach abgestellt. Mhm. Da hat in den 70er Jahren keiner drüber groß diskutiert, aber inzwischen ist da solch eine Diskussion drüber. Und ich glaube, vielleicht wäre eine sehr gute Überlegung, kannst du mit deiner Mutter noch sprechen im Moment? Ja, ja. Geht das noch? Dass du mit ihr einfach mal berätst, wenn es wirklich ganz, ganz schlimm wird, dass sie, ich weiß nicht, ob ihr in der Nähe einer Großstadt wohnt, dann würde ich an der Stelle mal gucken, ob es in dieser Großstadt eine Palliativstation gibt. Mhm. Und mit der Mutter genau mal besprechen, was man auf einer Palliativstation macht. Mhm. Ich glaube, dass es für jemanden, so wie du deine Mutter es geschildert hast, sicherlich in der Endphase ihrer Erkrankung der beste Ort ist. Mhm. Nämlich auf einer Palliativstation geht es nur und nur darum, dem Patienten die Schmerzen zu nehmen und ihn letztendlich in würdiger Form sterben zu lassen. Und eben, dass es nicht lebensverlängernde Maßnahmen gibt, die immer und immer wieder versucht werden und letztendlich der Mensch dadurch nur weiter gequält wird.
Da könnte ich vielleicht auch mal mit Ihrem Arzt drüber sprechen, inwieweit das in dem Krankenhaus auch möglich ist. Ja, wenn du das im Vorhinein geklärt hast, ist es für dich auch einfacher, dann mit der Situation umzugehen, als wenn du in einer normalen Klinik bist, wo man vielleicht ganz viele Sachen noch macht, die deine Mutter gar nicht machen möchte. Genau das. Und du stehst dann da und kämpfst mit jeden Tag gegen irgendwelche Maßnahmen an, die die Ärzte wollen. Bist du aber in einer Palliativstation, das ist vorher alles besprochen worden, bist du und deine Mutter, glaube ich, in sehr guten Händen. Okay. Das wäre vielleicht wirklich mal eine Variante, wo ich mal mit ihrem Arzt auch, mit ihrem behandelnden Arzt dann schon mal im Vorhinein drüber sprechen kann. Du könntest ja auch, das ist ja alles völlig normal, du könntest ja auch, wenn es in eurer Stadt eine solche Station in einer Uniklinik gibt oder wo auch immer, dass du einfach mal dahin gehst und dich dort informierst und auch mit den Ärzten mal sprichst, wie man dort die Menschen betreut. Ich habe nur das Problem, dass ich ungefähr 350 Kilometer von meiner Mutter entfernt lebe. Ja, das verkompliziert natürlich die ganze Sache, ja. Genau das. Und da ist man aus der Entfernung doch etwas hilflos dabei. Aber das ist... Aber wäre so ein gewichtiger Schritt, dass du das vielleicht dann doch mal irgendwie, das kannst du ja in ein, zwei Tagen, wenn du dort bist, mal in die Gewege leiten unter Umständen. Ja, da kann ich auch übers Internet recherchieren oder sonst da gibt es sicherlich Möglichkeiten. Also ich sage das jetzt nochmal so abschließend, wenn man auch als Kind, du bist ja Kind, vielleicht die Mutter noch länger bei sich haben möchte, das ist ja auch verständlich, so muss man doch auf der anderen Seite unbedingt den Willen der Mutter respektieren, ja, wenn sie vielleicht nicht mehr so lange kann und will und dass sie vielleicht Es ist halt schwer und es macht halt auch immer, es gibt immer wieder Angstschübe halt oft dabei, eben vor dem Tod. Natürlich, natürlich. Und vor dem Ausführen dessen, auch wenn ich ganz klar sage, stehe ich voll dahinter eigentlich, aber letztendlich dahinter stehen und das auch für richtig finden und das dann aber auch in die Tat umsetzen. Weißt das sind halt, doch, das merke ich jetzt, es ist mir jetzt in den letzten Tagen halt, seitdem es so schlimm ist, schlecht aussieht, eben ganz klar bewusst auch. Weißt du, was das oberste Gebot sein muss für dich? Dass du dafür Sorge trägst, dass deine Mutter, so schwer sie auch erkrankt ist, so wenig wie möglich leidet und so wenige wie möglich Schmerzen ertragen muss. Ich weiß auch, dass sie momentan schmerzfrei ist bei ihrer Chemotherapie und die auch gut verkraftet, also von den keine Nebenwirkungen hat, aber eben die Chancen auf eine Lebensverlängerung dadurch sind halt schon begrenzt. Ja, ja. Das wird schon sehr deutlich. Ich stehe da auch in Kontakt mit ihrem Arzt, auch eben aus der Ferne. Das klappt also und ich bin auch bereit, mit mir eben am Telefon darüber zu sprechen, weil ich nicht ständig hinfahren kann aufgrund meines Jobs und dann. Ich wünsche deiner Mutter wirklich alles Gute. Und ich wünsche dir, dass du so das richtige Verhalten findest jetzt und dass du für dich auch eine Position einnehmen kannst, die du dann auch umsetzen kannst, sagen wir es mal so. Ja. Ich werde Ihren Wunsch auf jeden Fall umsetzen, so schwer es mir auch fallen wird, aber es ist halt auch eine gewisse Angst halt da auch. Die ganz normal ist. Liebe Leute, alles Gute, von ganzem Herzen und viel Kraft wünsche ich dir. Und danke für den Tipp. Ich hoffe, er wird dich weiterführen. Ich werde es auf jeden Fall gucken und versuchen da eben. Oder habt ihr vielleicht Adressen? Ich wollte gerade mal sagen, du kannst mit meinem Psychologen nochmal sprechen. Der soll mal in unseren Stammbüchern ein bisschen gucken und bestimmt wird er dir weiterhelfen können. Wäre vielleicht noch einfacher, dann da eben auch konkret was zu finden. Genau. In welcher Stadt wohnst du? Oder lebt deine Mutter? Das wäre in Bielefeld. Ja. Also wir machen uns jetzt mal schlau und wir rufen dich wieder an und dann wirst du mit dem Peter, meinem Psychologen, sprechen. Okay, das ist nett. Alles Gute von Herzen. Okay, tschüss. Danke, tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt Töten und ich spreche jetzt mit Silke und Silke ist 32 Jahre alt. Guten Morgen, Silke. Schön, dass du da bist. Ja, bei mir geht es darum, dass mein Lebensgefährte sich im Januar erhängt hat und selbst vor Jahren eine Tötung begangen hat. Jetzt in diesem Januar, oder? Jetzt in diesem Januar, ja. Und was hast du gesagt, selbst vor ein paar Jahren? Er muss vor zig Jahren einen Jungen tot geprügelt haben. Ich
ich verstehe dich akustisch nicht. Sie hat, er muss vor vielen Jahren einen Jungen totgeprügelt haben. Dein Lebenspartner hat vor vielen Jahren ein Kind totgeprügelt? Ja, wo er selber noch ein Kind war. Ach so. Also selber als Kind und... Du weißt nicht viel darüber? Ich hab's auch Gott sei Dank durch einen dummen Zufall erfahren, weil er das einem guten Freund von mir erzählt hat. Er wollte es mir, also er hat einen Abschiedsbrief für mich hinterlassen und ein Tagebuch und da steht halt drin, dass er mir unbedingt was erzählen muss, wie er sein Leben kaputt gemacht hat und hab das halt Gott sei Dank, er hat es halt einem Freund von mir erzählt und er hat das dann mir gesagt und jetzt bin ich halt am... Moment, aber du hast das erst erfahren, als er schon tot war. Ja. Wie lange warst du mit ihm zusammen? Wir waren ein knappes Jahr zusammen. Ein knappes Jahr. Aber schon lange Zeit vorher und... Wie alt war er, als er das Kind zu Tode geprügelt hat? 11 Jahre. 11 Jahre. Mhm. Wie und warum, weißt du das? Nein, das weiß ich noch nicht. Weißt du alles gar nicht? Mhm. Nein. Und er hat sich jetzt im Januar das Leben genommen? Ja. Wie hat er sich das Leben genommen? Er hat sich erhängt. Bitte? Er hat sich erhängt. Er hat sich erhängt. Wo? Und ist dann in seiner Wohnung. Ja. Also wir haben zu dem Zeitpunkt, hat er seine eigene Wohnung gehabt und ich bin 4 Tage lang hingegangen, habe immer wieder geklopft und geklingelt und habe Polizei gerufen. Die haben die ersten Tage gar nicht reagiert und nach 4 Tagen haben die Nachbarn dann Polizei angerufen und dann ist er dort gefunden worden. Warst du dabei, als man ihn gefunden hat? Nein, aber ich habe ihn mir am nächsten Tag angeschaut. Oder zumindest das, was er hätte sein sollen. Du hast ihn... Wir konnten ihn nur anhand von seinen Tätowierungen identifizieren. Also er sah schlimm aus. Du hast den Leichnam deines Freundes gesehen? Ja, ich wollte es um. Wo hast du es gesehen? In der Leichenhalle, also nach der Obduktion. Ja. Ja. Und er sah schlimm aus? Furchtbar. Mhm. Also ich habe ihn nur an seine Tätowierung erkannt. Konnte man das Gesicht nicht erkennen? Das war ganz verzerrt aufgebläht. Er war ganz dunkelbraun. Mhm. Ganz komisch und ja. Mhm. Ja, also, ja. Ein sehr schlimmer Anblick. Ja. Ein sehr schlimmer Anblick, ja. Ja. Mhm. Aber ich hätte es mir nicht nehmen lassen. Weil das für dich wichtig war, so Abschied von ihm zu nehmen? Ich musste ihn einfach sehen, trotz dass die Kriminalpolizei mir abgeraten hat und Seelsorger und aber um die Realität. Aber die Entscheidung war für mich gut. War das für dich gut, weil du dann die Realität des Todes wirklich gesehen hast? Wirklich realisiert, weiß ich nicht, ob ich es schon wirklich realisiert habe. Mhm. Es fällt mir schwer, halt auch loszulassen. Da versuch mir nochmal zu erklären, warum es so wichtig war für dich, ihn zu sehen, auch in. Und du wusstest, dass er kein schöner Anblick mehr war. Ja, ich mache mir viel Schuldgefühle an dem, was passiert ist. Und ich weiß nicht, ob ich irgendwie wenigstens da sein wollte. Ach so. Ich weiß es nicht. Also der Drang war so extrem. Ich hätte mir das von niemandem ausreden lassen. Du sagst Schuldgefühle. Warum machst du dir Schuldgefühle? Weil er sich laut seinem Abschiedsbrief wegen mir das Leben genommen hat, weil ich mich vorübergehend von ihm getrennt hatte. Es gibt also einen Abschiedsbrief? Ja. Und in diesem Abschiedsbrief an dich oder gibt es nur... An mich. Einen an dich und auch an den Freund einen? Nee, es gibt nur rein an mich einen. Aber in diesem Abschiedsbrief steht auch die Geschichte mit dem totgeprügelten Kind? Nein, das hat er ein paar, ich glaube 4 oder 5 Tage bevor er sich erhängt hat, hat er das einem Freund von mir erzählt. Ach so, das habe ich vorhin nicht richtig verstanden. Ja. Mhm. Und in dem Abschiedsbrief an dich, was steht da genau? Da steht halt drin, dass er mit der vorübergehenden Trennung nicht zurechtkommt und er es traurig findet, dass ich seinen Hilferuf habe nicht hören wollen. Also letztendlich ist es ein Vorwurf. Mhm. Ja. Wie findest und wie empfindest du das? Für mich ist es ganz furchtbar schlimm. Wir sind im Streit auseinandergegangen. Also wir haben gestritten und in der Nacht hat er sich dann erhängt und ich komme gar nicht mit zurecht. Das heißt, du machst dir wirklich Vorwürfe? Ja, ich mache mir massiv Vorwürfe. Ganz massiv. Also Ich sag dir mal, mein ganz spontanes Gefühl, Silke, mein ganz spontanes Gefühl war gerade, dass du dir überhaupt keine Vorwürfe machen musst. Weil man so etwas einem anderen Menschen nicht antut, wegen einer zerbrochenen oder gestörten, gespannten Liebe. Und das dann noch im Abschiedsbrief noch zu schreiben, was ist das für ein schlimmes Urteil?
Was tut er dir damit an? Ja, das denke ich mir an manchen Tagen auch, aber trotzdem ist, ja. Weißt du, es gibt, alle haben in ihren Liebesbeziehungen irgendwie Spannungen, es gibt Krisen, es gibt Trennungen, weiß ich was alles. Sich deshalb das Leben zu nehmen und dann auch noch dieses damit zu verbinden, dem anderen einen solchen fulminanten Vorwurf zu machen, finde ich ganz schlimm, muss ich sagen. Bei allem Respekt vor dem Toten, ich finde es ganz schlimm. Ja. Und ich stehe voll auf deiner Seite. Wenn auch er vielleicht noch viele andere Probleme in seinem Leben hatte, mit dem totgeprügelten Kind, das kann ja sein. Es kommt immer vieles zueinander. Ja. Aber dass er das dann auch noch in dem Brief so auf dich fokussiert hat, dass er nicht, das finde ich ganz, ich finde es ganz gemein, finde ich das. Ja, das findet meine Therapeutin auch. Und aber es ist, ja, es ist Wahnsinn, diese Schuldgefühle, die erdrücken mich so. Das heißt, du bist in einer therapeutischen Beratung, Behandlung? Ja, ich habe Gott sei Dank ganz schnell einen Termin bekommen. Das ist auch gut so. Es gibt Tage, die letzten 6 Tage waren wieder Horror. Und ich kann es irgendwo auch noch nicht wirklich akzeptieren, was er getan hat. Er fehlt mir wahnsinnig. Ich habe das ja gerade auch so verstanden, das war keine richtige Trennung, sondern eine vorübergehende Trennung, weil ihr irgendwie Zoff hatte. Ja, vorübergehende Trennung, die er eigentlich, also er wollte es nicht glauben, dass er vorübergehend ist. Und hat eigentlich mir die Entscheidung in die Hand gelegt über sein Leben oder seinen Tod, ohne mich vorher über die Spielregeln aufzuklären. Also er hat Eheringe gekauft, wir wollten eigentlich ursprünglich heiraten. Und da ich diesen Ring nicht an diesem Tag sofort angezogen habe, habe ich quasi über seinen Tod entschieden. Was ich aber dann, er hat ein Tagebuch auch hinterlassen für mich. Und da steht es drin und das ist natürlich für mich... Er hat auch noch ein Tagebuch und da steht das auch nochmal drin. Ja. Silke, ich sage es nochmal, bei allem Respekt vor dem Toten. Ich finde es ganz schäbig, was der da gemacht hat. Ja, weil das... Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendwann mal mit zurechtkomme. Ich finde es ganz schlimm. Ich finde es ganz schlimm. Und ich glaube, es ist wichtig, dass dir ganz viele Leute immer wieder diese objektive Spiegelung so bieten, wie deine Therapeutin oder wie ich es dir auch gerade gesagt habe, dass du dir da nichts einreden musst. Und es wird lange dauern, bis du das wahrscheinlich schaffst, es selbst dann auch so zu sehen. Ja, ich glaube, das wird ganz lange. Das wird lange dauern, aber es ist ein guter Schritt, ein guter Selbsterhaltungstrieb deinerseits, auch dass du dir gleich dann jemanden gesucht hast. Ich habe ein kleines Kind, das ging gar nicht anders. Du musst funktionieren, ne? Ja. Und wie alt ist das Kind? Der wird 3. Gott sei Dank kriegt er das nicht, hat er das noch nicht so kapiert, ne? Ich weiß es nicht. Also er hat 2 Stunden, bevor die Kriminalpolizei zu mir kam, habe ich ihn ins Bett gebracht und da hat er mich angeschaut und hat mir gesagt, dass er im Himmel ist. Und ich bin natürlich im ersten Augenblick, habe ich ihn angeschrien und habe gesagt, spinnst du? Und 2 Stunden später kam die Kriminalpolizei und hat mir gesagt, dass er gefunden wurde. Ich hatte ja die ganzen 4 Tage, also ich hatte gleich die ersten 2 Tage schon angerufen und da haben sie mir gesagt, ja gut, sie haben gestritten und da wird was trinken und ich habe Musik ständig gehört und aufgrund, weil die Musik 24 Stunden lief und es montags natürlich dann auch angefangen hat zu riechen aus der Wohnung, haben dann die Nachbarn die Polizei gerufen und dann kam es. Wie wäre denn deine Entscheidung gewesen? Wärst du wieder zu ihm gegangen? Ja. Und warum gab es Trennung auf Probe? Es gab viele finanzielle Probleme ab dem Zeitpunkt, wo er bei mir eingezogen ist und er hat wahnsinnig geklammert. Also er war auf Sachen eifersüchtig, wo utopisch waren und er hat mir richtig die Luft zum Atmen genommen und dann habe ich gesagt, also er muss sich eine eigene Wohnung suchen und ich brauche ein bisschen Luft zum Atmen und habe ihm das auch Silvester noch gesagt, es ist keine dauerhafte Trennung, ich brauche jetzt nur ein bisschen, ich muss ein bisschen zur Ruhe kommen. Ich glaube, Silke, dass du alles richtig gemacht hast. Ich sag's nochmal, ich sage es nicht jetzt, um dich plump zu trösten. Wirklich nicht, das würde ich nicht machen. Das mache ich nicht. Ich glaube, dass du alles richtig gemacht hast. Wirklich. Für mich ist es halt schlimm, weil wir im Streit auseinander sind. Ja, ich verstehe es, klar. Sicher.
Aber du trägst keine Schuld an dieser Katastrophe. Du trägst daran keine Schuld. Es sind viele Faktoren, die da zusammenkommen, warum er das gemacht hat. Aber du bist als Person, Silke, daran keine Schuld. Du bist in therapeutischer Behandlung, sagst du. Möchtest du vielleicht dennoch jetzt so als Nachgespräch nochmal mit meinem Psychologen sprechen? Das wäre super. Ja, das biete ich dir sehr gerne an. Das wäre super. Dann legst du auf und wir rufen dich gleich wieder an. Super. Ich danke dir für das Gespräch und mach weiter so. Alles Liebe, Silke. Klasse. Danke. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen sind wir nicht hier. Morgen fällt die Sendung aus. Aber dann wieder ganz normal nächste Woche in der Nacht vom Montag auf Dienstag. Weiter geht's mit Uwe. Uwe ist 43. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Uwe. Jürgen. Jürgen. Uwe, du hast dich zum Thema Töten auch gemeldet, ja. Ja, und zwar dieses Thema Töten. Mhm. Also ich hatte eine Trennung damals mit meiner Frau. Mhm. Und wann war das? Vor 3 Jahren. Ja. Und waren 18,5 Jahre zusammen. Mhm. Und war eigentlich sehr harmonisch alles. Und dann auf einmal plötzlich gab es einen Knall. Ich wusste nicht warum. Was ist da passiert? Ich bin da überhaupt nicht hintergekommen. Und sie hat dann immer erzählt und erzählt und erzählt und erzählt. Und ich habe dann gesagt, na, musst du ein schlechter Mensch sein. Mhm. Und hat sie irgendwann gesagt, gut, du warst ja fast 19 Jahre ein guter Mann. Und ich denke, na, guter Mann. Und ich habe ihr dann gesagt, ob sie einen anderen hat. Mhm. Hat sie gesagt, nein. Mhm. Und dann bin ich 3 Tage später, also ich wusste das dann schon 3 Tage, dass sie jemand anders hatte. Ach, du wusstest das schon? 3 Tage, also in dem Streit, wie wir auseinandergegangen sind, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt ab in mein Wohnmobil, ich hau jetzt ab. Ja. Ist besser, dass ich gehe, weil ich wollte nicht, dass da irgendwas passiert, falls irgendeiner auftauchen sollte. Ich wusste ja nicht, wer da kommt. Ne? Mhm, oder dass ich vielleicht noch meine Frau was antue, ich durchdrehe oder wie auch immer. Mhm. Und dann war ich 3 Tage weg und dann wusste ich, dass sie einen anderen hatte. Mhm. Sie wusste, dass ich das schon 3 Tage wusste, wo sie dann am 4. Tag erfahren hat, dass ich es wusste. Ein bisschen kompliziert. Mhm. Und dann ließ sie mich auch nicht mehr ins Haus, weil ich musste ja auch ein paar Klamotten holen. Mhm. Und dann bin ich halt wieder nach Nordrhein-Westfalen gefahren. Mhm. Und da ich ja jetzt wusste, wer das war, habe ich ihm gesagt, den bringe ich um. Und Domian, ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich kein Mensch, der irgendwie tötet oder jemand umbringt, aber der hat einfach die Familie zerstört, war mein bester Kumpel gewesen. Das war dein bester Kumpel gewesen? Der sich dann an meine Frau rangemacht hat, ja. Und meine Frau hat sich dann auch ihn rangemacht. Warum, weiß ich nicht, man müsste mich heute totschlagen. Ich könnte es nicht sagen, warum sie sich von mir getötet hat. Da war der Zorn, die Wut so groß, dass du innerlich gedacht hast, den Kerl bringe ich um. Antiterrorkampf gemacht. Oh ja, dann kennst du dich aus. Da, wo man auch lernt, wo ich es dann auch nicht mehr gemacht habe, dieses lautlose Töten. Mhm. Mhm. Da habe ich gesagt, mein Gott, das ist kein Kampf mehr und das ist kein Sport mehr. Und dann habe ich mich von diesem Sport getrennt. Mhm. So, jetzt mache ich mal eben eine Unterbrechung. Da wir beide uns unterhalten und das Ganze vor 3 Jahren passiert ist, ist das große Glück geschehen, dass du den nicht umgebracht hast? Ja. Davon gehe ich jetzt mal aus, sonst würden wir beide uns nicht unterhalten. Ja. Beschreibe, wie es dazu kam, dass du ihn nicht umgebracht hast. Ich bin dann, habe mit meinem Kumpel gesprochen, hier in Nordrhein-Westfalen. Und ich habe gesagt, ich halte das nicht mehr aus, ich bringe diesen Kerl um. Mhm. Und er wusste, dass ich ein schweres Nahkampfmesser hatte. Mhm. Und das wäre kein Thema, weil hätte man sich, naja, verdammt scharfes Ding und auch groß. Also alles dran. Mhm. Und dann bin ich los und wir hatten uns eigentlich verabredet, wo ich auch nicht mehr drüber nachgedacht habe, ab in meinem Auto, in meinem Wohnmobil und bin dann los. Du hast dich verabredet mit dem Typ? Ja, mit meinem Kollegen. Mit dem anderen Kollegen, der ja. Der hier in Nordrhein-Westfalen, den ich dann neu kennengelernt habe und wir verstehen uns heute noch super. Okay. Und der hat gesagt, ach du Scheiße, der ist nicht da an unserem Treffpunkt. Da musste mal hinterher. Verstehe ich jetzt nicht. Wer sollte zu dem Treffpunkt kommen? Der Nebenbuhler. Ja, das ist mein Kumpel gewesen, den ich
Nordrhein-Westfalen kennengelernt hat. Ja, ja. Der war auch da, der hatte auch so eine Situation. Ja. Und wir haben uns dann halt zusammengetan und haben uns sehr gut angefreundet und da habe ich gesagt, okay, wie kam es jetzt dazu, dass du den nicht umgebracht hast? Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja. Und zwar habe ich mich mit ihm verabredet und ich war nicht an dem Punkt, wo wir uns verabreden wollten. Ich bin, sag ich mal, jetzt Richtung Berlin gefahren. Hm. Und er wusste, dass meine Ex-Frau jetzt in Berlin wohnt. Hm. Und er wusste, der Uli, der macht das. Ja. Ja. Ja, also Uwe, der macht das. Ja, Uwe, ja. Ja. Und bin dann halt losgefahren und er mit Motorrad hinter mir her. Wie, der ist hinter dir hergefahren? Der ist hinter mir hergefahren, ja, der Thomas. Ja, ja, der Name, der sagt mir jetzt nichts, weil ich also ihr Mann, der Nebenbuhler, der jetzt sich an deine Frau rangemacht hat. Nein, der war ja in Berlin mit meiner Frau zusammen. Ja, das ist jetzt ein bisschen kompliziert erzählt. Meine Frau ist in Berlin und ich bin in Nordrhein-Westfalen. Okay, also versuch's mal ein bisschen knapp zu machen, sonst verstehen wir es nicht. Ja. Wie kam es jetzt, dass alles gut gegangen ist? Ja, dass er mir hinter mir hergefahren ist mit seinem Motorrad. Dein der Freund Thomas, jetzt? Mein Freund aus Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und der hat mich angehalten auf der Autobahn. Kurz vor Bad Oeynhausen hat er mich gekriegt. Mhm. Mein Wohnmobil ist nur 100 km/h, Motorrad ist ein bisschen schneller. Ja. Und da hat er mich gekriegt und hat mich überredet. Ah. Und es hat lange gedauert. Und er hat es dann auch geschafft. Aha. Ich bin dann wieder mit ihm zurückgefahren. Und er hat gesagt, Uli, du musst in einer psychologischen Behandlung. Ah, also deinem Freund, deinem guten Freund, hast du es zu verdanken, dass du nicht die Lebensdummheit ja deines Lebens gemacht hast? Ja, richtig. Und das hat dann aber so wirksam, der hat dich verbal so in die Zange genommen, dass du auf ihn gehört hast. Dass ich auf ihn gehört habe. Und bist du danach dann auch in eine Behandlung gegangen? Ja, ich bin dann in einer psychologischen Behandlung gegangen und das war auch wirklich wichtig. Also ich bin froh, dass ich es heute gemacht habe. Mhm. Und die gute Frau hat mich davon abgehalten. Ne? Mhm. Also ich bin heute auch davon überzeugt, dass ich es gemacht hätte. Und sie hat mich dann auch davon abgehalten. Also die Psychologin, ne? Ja. Mhm. Ich habe auch die Waffe habe ich auch nicht mehr, die habe ich jetzt, die ist weg, die ist verschwunden. Die habe ich meinen Kollegen gegeben und der dafür gesorgt hat, die verschwindet. Mhm. Und also war da ein ganz, ganz großes Gewaltpotenzial in dir, ne? Ja, aber was man bändigen musste. Und wenn es losgelassen worden wäre, wäre ein schweres Unglück passiert. Ja, und die haben alle nur gesagt, Uwe, gut, dass du nicht gemacht hast. Ne? Mhm. Wie denkst du heute? Heute muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich habe ja auch zwei Kinder. Mhm. Und dass ich auf den Thomas gehört habe und habe gesagt, Uwe, du musst in einer psychologischen Behandlung. Wie hat der Thomas, dein Freund, wie hat der dich denn überzeugt? Du warst doch so in Fahrt, du warst ja. So in Wut, du warst sogar auf der Fahrt nach Berlin. Ja. Wie, mit welchem Argument hat er dich gepackt? Ja, wir haben wirklich stundenlang über geredet über Familie und Kinder und dann hat er zu mir gesagt, ich habe noch zu ihm gesagt, ich sag, Mensch, ich sag Thomas, der sagt, ich wäre brutal, ich wäre gewalttätig, hat er zu der Polizei gesagt. Mhm. Weil ich durfte ja nicht ins Haus. Mhm. Und habe ich die Polizei geholt und die haben dann gesagt, meine Frau sagt, ich wäre gewalttätig. Mhm. Also kam ich nicht mehr ins Haus. Was war das Hauptargument von deinem Freund, mit dem er dich gepackt hat? Ja, das wollte ich sagen. Da hat er gesagt, ich sag, Uwe, ich habe jetzt zu mir gesprochen. Ne? Mhm. Ich sag, Uwe, bleibe ruhig. Thomas hat das Wort. Mhm. Ja, weil ich bin ihm mal ins Wort gefallen. Mhm. Und dann hat Thomas gesagt, Uwe, pass auf, wenn du das machst und den umbringst, ich kann dich da nicht von abhalten. Aber wenn du das machst, dann bist du gewalttätig. Deine Kinder sagen dann, der hat den neuen Freund von meiner Mama getötet. Mhm. Also bist du ein Mörder und bist gewalttätig. Und da hatte er verdammt recht. Und da habe ich nur gedacht, mein Gott, du bringst ihn wirklich um und du bist im Gefängnis und du bist wirklich gewalttätig. Ja. Und du bist es ja nicht. Uwe, gut, dass es so gelaufen ist. Verdammt gut, dass es so gelaufen ist. Ja, also ich denke oft dran, um Gottes Willen, dass du das nicht gemacht hast. Absolut, absolut. Ich kann wirklich jedem Menschen empfehlen, der solche Gedanken mal hat, dann auch wirklich Hilfe aufnimmt. Ja. Ich muss dich leider unterbrechen, weil die Sendung erst vorbei ist, aber wir haben geredet und ich freue mich, dass du angerufen hast und wünsche dir alles Gute weiterhin, Uwe. Ja, danke. Tschüss. In der Technik, Gude Oeynhausen. Wir sind nächste Woche Montag wieder da. Ich